Warte mal, dann mache ich das doch, mache ich das doch direkt anders. Alter, wie tief geht denn das rein? Scheiß Sturm, der kann mir gar nichts. Du kannst mich mal Sturm. Ich baue mein Irido ab, so viel ich will. Guck mal, der geht sogar bis in den Boden rein. Alter, wie krass ist das denn bitte? Der Iridium-Felsblock ist bis im Boden drin. Das war übel. Ach du heiliger Schulter. Ja, Waffenladen gebraucht. Die Tante ist manchmal ein bisschen nervig, ne? Ist ja krass. Weiter zieht gut. Was ist denn? Ah, das ist bestimmt eine Höhle, ne? Voll krass. Ich baue Iridium ab. Ich baue Iridium ab. Und das einfach nicht zu knapp. Und das einfach nicht zu knapp. So, ich glaube, das reicht doch so langsam gleich. Weißt du, gerade 5 Minuten. 5 Minuten auf dem Planeten und schon erstmal hier alles zerstören. Läuft bei mir. Direkt die Randalie machen. Die Genie, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen und welcome. Ich glaube, das ist da noch irgendwie. Wie ist denn. Achso. Okay. Dann lass uns mal raus hier. Ja. So, wo ist denn unser... Da ist unser Schiff. Ich hatte aber gerade noch bei unserem Schiff noch irgendwas anderes gesehen. Ich glaube, es war Gold. Da hinten die Klumpen. Mr. Klumpatsch. Zink wäre auch ganz cool. Dann könnten wir unseren Anzug aufladen. Hey Jerome, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Was ist das denn da? Ne, die findet man auch so selten, die Dinger. Die sind exotisch, die Teile. Kalium, alter geil. Da kriegt man so wenig von. Aber wenn man sie findet, bringt richtig viel. Boah, wie geil das aussieht, alter. Okay, mich würden die anderen Planeten auch noch interessieren im Sonnensystem. Ihr seid doch bestimmt Gold, ne, oder? Ja. Ja. Dann machen wir es anders. Pass auf. Strahlungsschutz. Guck mal, ich zeig dir mal was. Hat sich der Strahlung aufgefüllt und wir bauen flott Gold ab. Huch. Alter Schwede. Wie viel Gold das schon wieder ist, das ist abnormal. Gold, Gold, Gold. So, haben wir das? Ja, haben wir. So, den anderen Klumpen lasse ich jetzt mal liegen, weil ich jetzt hier gerne mal nach oben fliegen möchte zum anderen Planeten, ob der vielleicht noch ein paar andere schöne Ressourcen hat. Ressourcen hat. La la la.
Habe ich bereits entdeckt. Ja, unentdeckt. Guck mal an. Prost. So, 30 Sekunden. Wir werden bestimmt vom Raumschiff-Piraten wieder angegriffen. Ihr werdet sehen. Da kann ich drauf meinen Hintern verwetten. Nicht genügend Treibstoff, natürlich! Wir haben doch noch Tamium. Kein Thema. Wir haben immer genug da. Immer genug parat. Ja! Oh, er ist blau! Nein, ich werd bekloppt! Ist es Schnur? Was ist es? Es ist ein Schneeplanet mit Wasser. 100 Pro, oder? Und keine Bäume, keine Wiese. Es gibt's nicht. Ich hab nicht einen. Nicht einen, der mal schön ist. Nächster Halt. Sonnensystem. So, ganz ehrlich, nee, auf keinen Fall. Also, ich brauche irgendwas, wo ich mal entspannt irgendwie. Guck mal, hier ist eine grüne Galaxie. Vielleicht kommen wir da hin. Ja, drei Planeten, zwei Monde. Kommen wir auch zu der. Was hat die hier? Sechs Planeten? Machen wir mal. Mal gucken. Ist, glaube ich, sogar noch unentdeckt. Es gibt ja so viele Galaxien, so viele Planeten. Es ist ja egal. Du kannst ja kreuz und quer fliegen. Und ich bin da gar nicht so fanat hinter zum Ziel des Spiels, ist es ja zum Zentrum der Galaxie zu kommen. Ich bin da gar nicht so hinterher. Ich meine, klar, es reizt es natürlich. Was ist da? Was erwartet einen? Aber, ja, ich lasse mir da Zeit mit dem Spiel. Ich reise dann mal von hier nach hier, von da nach da wieder, von dort nach da und so und ja. So. Ach cool, ein Video ist schon fertig, sehr geil. Kann ich das dann sogar hochladen gleich schon? Das mache ich aber gleich. Ich muss halt noch Videos schneiden auch noch. Guck mal die Erde, Alter, guck mal die Erde. Iriter Indi. Reisemeilenstein erreicht. Forscher 40 Mal gewarnt. Das würde ich auch gern wissen, was im Zentrum ist. Ja, aber wie gesagt, ich lasse mir da unheimlich Zeit für. Weil ganz ehrlich, es läuft nicht weg. Na? Und ob ich das überhaupt dahin schaffe, keine Ahnung. Ich bin da nicht so scharf drauf, wie andere vielleicht, die halt versuchen, so schnell wie möglich dahin zu kommen. Es gibt ja, wie gesagt, Leute, die haben es ja in einer halben Stunde, nee, in 30 Stunden, glaube ich, geschafft oder so. Ich bin da nicht so scharf drauf. Das sieht aus wie die Erde, ganz ehrlich. Okay, ein bisschen Grün fehlt. Bitte lass es ein grüner Planet sein, bitte. Lass es mal ein grüner Planet sein mit Wiese und Bäumen und... Ja, bitte.
Ich hab bekloppt. Es ist ein grüner Planet. Alter, was für geile Pflanzen. Schatz, ich schick dir heute ein Butterblümchen. Alter, wie geil. Oh, hier ist Gold. Warte mal. Umständlich, typisch, üppig und massenhaft. Alter, aber radioaktiver Planet, okay, aber Alter, wie geil. Ey, ganz ehrlich, dieses Spiel, ne? Man kann mir erzählen, weil klar, die Planeten ähneln sich nach einer Zeit, aber ganz ehrlich, so eine Aussicht, ne, in einem Spiel, mega. Feier ich ab. Könnte ich stundenlang spielen. Was bist du denn? Hallo? Voll geil. Ey, Gold. Entschuldigung, ich muss Gold sammeln. Ich muss Gold abbauen. Und hier gibt's üppig und alles. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich den Planeten nenne. Warte mal, das mache ich auch schon mal direkt. So, umbenennen. Green. Mile. So. Dann heißt der Planet jetzt Green Mile. Dann weiß ich da Bescheid, wenn ich da im Weltraum bin. Ich habe mir auch... Ich habe vor, sogar bei einem Planeten, einem einzigen Planeten, wenn ich mal einen richtig geilen, richtig schön, ich meine, der ist schon hübsch hier mit Grün und Tralala, aber wenn ich mal wirklich einen finde, der wirklich so mit Wiese und Bäumen und so und Tralala, dann habe ich vor, diesen Planeten wirklich komplett zu erkunden, zu Fuß. Und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also. Boah, Alter, guck mal, wie viel Zink da hinten ist. Alter Schwede. Das nehme ich jetzt gleich alles mit. So, wen haben wir denn? Warte mal, wir können ja auch die Tiere benennen, ne? Ich denke da gerade an unsere Stream-Zuschauer. Warum denn nicht? So. Das nehme ich mit. Da ist noch Plutonium. Das nehme ich auch mit. Weil da können wir starten und landen. Hier ist Zink. Hier ist auch Zink. Und hier baut sich das ja sowieso langsam ab. Deswegen können wir da eigentlich... Können wir da eigentlich mit dem Zink so ein bisschen asen. Alter. Wie geil! Der hat drei Augen. Wo ist denn unser Schiff? Da ist unser Schiff, ne? Ah, da fliegt schon wieder ein Wächter. Okay, ich fliege mal ein Stück weiter auf dem Planeten. So, ganz wichtig, mal Plutonium sammeln. Ich lade nochmal eben die Starship-Düsen auf. Ich hoffe, wir heben nicht ab ins Weltraum, in den Weltraum. Puh, ha. Boah, geil. Ich mag das so, wenn da so richtig schöne Biome gibt und so ein bisschen grün und so. Und hier schon wieder Gold. Gold. Fliegen wir gleich mal drüben zu der Insel, mal gucken. Hier ist Gold und hier ist irgendwie Grand Canyon auch schon wieder. Oh. Haben wir denn noch Kohlenstoff? Oh, wir sollen unbedingt... Wir sollen unbedingt Kohlenstoff farmen. Warte mal, wo kriege ich denn... Will ich eigentlich gar nicht, weil die Pflanzen voll schön sind. Hier Kohlenstoff? Ja. Ja gut, diese Dinger hier sind jetzt nicht gerade... ein Weltbild der Nation, muss ich ja ganz ehrlich mal gestehen. Aber ich brauche Kohlenstoff, um mein Multiwerkzeug aufzuladen. Hallo, hübsche Pflanzen. Na, wie geht's euch? Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen, der Wächter. Vollidiot.
Gehen wir nochmal auf der anderen Seite und füllen dann direkt erstmal das Multi-Werkzeug auf. Und dann haben wir das. So, jetzt können wir, Alter, diese Aussicht, ne? Und auch mit dem Planeten da im Hintergrund. Also ich weiß nicht, was manche Leute haben im Spiel. Es ist ein Erkundungsspiel und da muss ich mich schon drauf einlassen, ganz ehrlich. Guck mal, da oben ist noch ein anderer Planet. Hammer. Ich feiere das Spiel irgendwie. Ich mag es. Vor allem ist es eigentlich ein gutes Streamspiel. Kann man quatschen, so mit den Leutchen und so. Wenn sie dann mal nicht so schreibfaul wären. So. Ja, Gold. Ich bin... Na, hallo. Soll das Ziel mal ein bisschen mehr üben. Ach, da ist ja noch jede Menge Gold dran an den Klumpatsch hier. Mr. Klumpatsch. Komm her. Da ist noch ein bisschen Gold. Und ich glaube da oben, ne? Ach nee, da. Irgendwie so ein kleiner Popel. So. Dann wieder ab ins Schiff. Hier ist noch Tamium. Nehme ich mit. Können wir gebrauchen für den Weltraum, wenn man da mal... Aber ich glaube, wir werden auf diesem Planeten ein bisschen länger bleiben. Wo ist denn meine Äuglein denn da? I believe I can fly. Da ist schon wieder ein Goldklump. Ich mag das auch, wenn Planeten so Wasser haben und so. Das macht schon was ganz anderes aus, also. Bin ich froh, dass ich unser Multi-Werkzeug ausgebaut habe. Dass wir damit ein bisschen länger abbauen können, schneller vor allen Dingen auch. Was, so viel Gold ist da noch? Alter. Wahrscheinlich unter Wasser. Ich hüpfe mal eben rüber. Alter, was? Wie soll ich denn da drunter? Ah, das ist bestimmt verschmolzen mit der Erdoberfläche. Da komme ich nie im Leben dran. Egal. Ja, da komme ich nicht. Da komme ich nicht mehr dran. So. Zack. Ah, halt, stopp. Da sehe ich doch gerade nochmal eben was. Warte mal. Da möchte ich gerne den Zink nämlich mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. Ansonsten ist hier auch nichts. Aber es gibt hier definitiv reichhaltige Rohstoffe, das muss man ja lassen. So. Auf geht's. Und Abschuss. Dann gucken wir mal, was uns da hinten erwartet. Vielleicht finden wir hier auch ein paar Rucksackplätze, obwohl ich eigentlich erstmal genug habe. So geile Steinformation. Was ist denn da unten? Ankunft? Was ist das denn? Okay. Ich
Ich mag das so total entspannend irgendwie. Das ist ein richtiges Feierabendspiel. Kleiner Zwerg, ich grüße dich. Guten Abend, willkommen zu Let's Play Show. Voll geil. Oh. Ein richtiges entspanntes Spiel, ist so. Und wer sich darauf nicht einlässt, dann ist das für denjenigen das Spiel auch nichts. Hier ist nicht viel Action, hier ist nicht viel Geballer. Hier ist einfach nur entspannen, die Seele baumeln lassen, vielleicht auch ein bisschen mehr baumeln lassen, wie man eigentlich sonst baumelt. Aber ansonsten ist es einfach nur ein Entspannungsspiel, meiner Meinung nach. Ohne Stress, so ein richtiges, ey, ein richtiges Feierabendspiel. Ich bin ja echt gewollt, gerade die Namen zu benennen für die Leute, die gerade zuschauen. So, Gold. When you shine, shine like gold. When you shine, let your light unfold. Let you shine, shine like gold. La la la, la 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 la. So, Alter, ihr Zuschauer, seid ihr wahnsinnig, vielen Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. So, yeah. Weg mit dem Gold. Weg mit dem Gold. Wir können gleich mal so ein bisschen was ins Raumschiff transferieren, schon mal von dem Gold, was wir haben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon haben. Wir können ein bisschen Kohlestoff nochmal mitnehmen. So, das war's glaube ich schon, ne, oder? Hallo, wie viel Plätze hat dein Schiff? Soul M2, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich bin dabei, ein neues Schiff zu kaufen. Momentan hat meins nur 20 Plätze. Also das hier, das habe ich dann nach dem ersten gekauft. Das hat 20 Plätze. Aber du siehst ja, ich habe ja 7,7 Millionen. Ich spare gerade auf ein größeres Schiff. Deswegen, ich transferiere mal eben Gold rüber. Gold. 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 Iridium kann eigentlich auch rüber. Haben wir ein bisschen Platz. Oh, ein Sturm kommt. Hätte ich jetzt mal nicht erwartet. Ich sortiere mal gerade ein bisschen. Ganz ehrlich, Eisen finden wir überall. Brauchen wir nicht. Kann ich irgendwas? Nein, kann ich nicht. Okay, Plutonium könnten wir auch gut gebrauchen, wenn wir was finden gleich mal. Und da sehe ich Zink. Zink auf jeden Fall. Ganz viel mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. So. Okay, danke. Ja, nichts zu danken. Gerne doch. Was ist das denn? Den kann ich also nicht abbauen, okay. Ist der Sturm noch im vollen Gange? Ja, Tatsache. Da ist auch nochmal Zink. Ist da Plutonium da? Hallo, meine Freunde! Wer bist du denn? Hey! Voll süß, Alter! Was ist das denn? So, wo ist denn... Alter, da ist noch mehr Zink. Alter, da ist noch mehr... Da ist noch mehr Zink. Ich mach mal Licht an. Hier ist irgendwo im Gestrüpp, ist irgendwo Zink versteckt. Ich weiß nicht genau. Ah, hier. Hallo? Ich... Hallo? So, ich klemme. Hier war der andere Zink. Ah, hier. So. Da ist auch nochmal Zink. Und da sehe ich, glaube ich, Plutonium. Boah, wie geil das aussieht. Ich glaube, dieses Wort geil, wie geil das aussieht, das wird, glaube ich, bei mir häufiger fallen. Oh, wie süß. Da müsst ihr euch, glaube ich, hier dran gewöhnen. Das ist, es tut mir leid. Das ist, bist du Plutonium? Ja. Juppie. Und da sehe ich einen Goldklumpen. Und da sehe ich nochmal Plutonium. Und unsere Waffenladung ist aufgebraucht. Das heißt, wir sollten mal wieder auffüllen eben mit Kohlenstoff. Nein, nicht mit Plutonium. Plutonium brauchen wir fürs Schiff. Wo ist denn unser... Ach, da ist unser Schiff.
Dann kann ich ja den Klumpen auch mitnehmen. Und wie schön, dass dieser Sturm hier nicht so krass extrem ist. Aber die Biome sind schon, die sind schon schön. Muss ich sagen, also das ist schon echt geil generiert zwischendurch. Was bist du denn? Alter. Voll abgefahren. Aber dass der eine da mit seinem Schiff 14 Millionen haben will, das fasse ich immer noch nicht. Ich habe gedacht, ja gut, kommen hier so 7 bis 10 Millionen wird wohl das Maximum sein, Alter. 13 bis 15 Millionen, der hat doch wohl neben sich einherlaufen. Ganz ehrlich. Nur dafür, dass du da 40 Plätze hast im Schiff. Und da hinten sehe ich schon wieder Zink. Das war's noch nicht. Hier gibt's immer noch Gold. Alter. Mitnehmen! Jede Menge Gold! Da ist noch Gold, da ist noch Gold und ich glaube, jetzt war es das auch. Ja. Ist klar, guck mal hier den Balken. Niedrig, ne? Ich habe noch so viel. Ungefähr so. Warte mal, ich muss mal. Na, ist ja egal, ihr seht's ja. Hallo, ihr war doch gerade. Ah, hier. Aber er sagt niedrig. So, Zink nehme ich mit auf jeden Fall. Oh, eine Raumstation. Feier ich ja. Was ich ja auch bei vielen so bemängel, dieses Spielen, was ich so gesehen habe. Weil ich gucke ja zwischendurch auch mal bei Streams rein. Boah, einige, ne, ganz ehrlich, die das Spiel spielen und dann nur am Meckern sind. Das sind die Leute, die permanent ins Raumschiff steigen und fliegen, landen, fliegen, landen, fliegen, landen, fliegen, landen, fliegen, landen. Ganz ehrlich, ich mache das zwischendurch auch, aber ich nehme auch mal Zeit, einfach nochmal rumzulaufen, das zu genießen. Es ist nun mal ein Walking-Simulator, kann man es auch nennen. Ja, und das gehört halt dazu, dass man auch mal rumläuft. Und, ich meine, klar, man kann fliegen und landen, aber sonst dann beschwere ich mich nicht, ne?